Final Fantasy Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 1 Pixel Remastered, die Serie mit mir, den Ixian. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, wir sind nochmal vor dem Dungeon, vor der Sumpfgrotte, weil da gibt es noch ein paar Truhen. Wir hatten ja in der letzten Folge den Zauberschlüssel bekommen und jetzt müssen wir nochmal zu einigen Orten zurückkehren, um ein paar Trüchen zu öffnen. Das werden wir heute machen. So, hier in die Sumpfgrotte, ihr erinnert euch, und zwar gibt's da unten, gab es ja noch ein paar Türen, die wir nicht öffnen konnten. Das will ich jetzt nachholen. Ich glaube, oben hatten wir alles geöffnet. Und natürlich wieder 1000 Gegner, kennen wir ja nicht anders, aber die können gar nichts ausrichten gegen uns. Da wir sehr gut aufgepowert sind. So, dann gucken wir mal, wo die Türen waren. Oh, Zombie-Alarm. Bis jetzt wurde ich noch nicht vergiftet. Kommt bestimmt noch. Da fällt mir ein, ich hätte noch Antidot kaufen müssen. Habe ich das eigentlich getan? Items... Nee, habe ich gemacht. Wunderbar. Gut mitgedacht. Dachte schon, ich habe das vergessen. Das wäre nicht so schön gewesen. Aber bis jetzt kamen ja noch keine Giftschleudern. So, ich würde sagen, wir fangen mal rechts an. Ach, hier waren wir schon, wa? Autsch. Luna und Gandalf hauen inzwischen auch schon ganz gut rein. Hier geht es noch weiter runter. Ich glaube, ich muss auch ganz weit runter. Ich überprüfe am besten noch mal alles. Ah, guck mal, jetzt bin ich vergiftet. Aber egal, ich habe genug Antidot bei. Sollen sie mit ihrem Gift rumschleudern, wie sie wollen? Ich habe die Impfung dafür, Gott sei Dank. So, hier habe ich schon alles. Ich überprüfe trotzdem nochmal. Aber ich glaube, das waren nur unten die Bäume. Notfalls kann ich ja offscreen nochmal nachschauen, aber ich glaube, das waren nur unten die Räume. Boah, Alter, wie oft die Gegner kommen. Gott sei Dank bin ich aufgepowert. Die können mir gar nichts. Außer mich zu vergiften. Das machen sie ganz gerne. Oh, diese grünen, ekelhaften Viecher, ich hasse die. Erinnert ein bisschen an Slimer von Ghostbusters. Also Slimer in einer anderen Form. So, und schon wieder ein Antidot. So. Oh, Falle! Auf die Fresse! Gar nichts könnt ihr, gar nichts. Mach ich kaputt. Oh, Gandalf. Oh, oh. Oh, gab's aber ordentlich EPs. Ich heile mich mal. Komm, wir gönnen uns heute mal eine richtige Portion. Eine Falle. Nein, nicht schon wieder. Ih, und dann auch noch Schlangen. Wie ekelhaft. Machen mich bestimmt giftig. Aber coole Muster haben die Schlangen. Dafür, dass es ekelhafte Schlangen sind, haben sie aber ein schönes Muster.
Silberarmreif erhalten. Na, wie geil ist das denn? Den lege ich doch gleich mal an hier. Aber nicht du. Wer kriegt denn den? Warum hast du denn eigentlich kein Schild? Ja, dann nimm den Silberarmreif. Wir müssen den Striker mal ein Schild besorgen. Das geht ja gar nicht. Sie hat auch kein Schild. Können die kein Schild tragen? Ich glaube, die können kein Schild tragen, wa? So, der Silberarmreif, der hat sich schon mal gelohnt. So, hier haben wir auch noch was. War schon wieder eine Falle. Aber ist mir egal, die geben mir mal gute EPs. Nicht mehr so eine Fallen. Burn, baby, burn. Mein mal. Antidot erhalten, das hat sich ja richtig gelohnt. Aber scheiß drauf, EPs haben wir mitgenommen. Ist gar nichts. Also was soll der Geiz? Das dauert mir nämlich ein bisschen zu lange. Ah, der hat keine Magie mehr. Ah nee. Falscher Schar. Nee. Nein, nicht fliehen. Oh, bin ich zu blöde? Ja, bin ich. Habe ich mit Striker verteidigen gemacht. Ah, egal, die Kleinen müssen ja auch mal ran hier. Burn, baby. Oh, das war mal ein schöner Crit. So, Griff ins Leere. Na, tolle Wurst. Mal ein bisschen Action hier für euch zeigen. Aber nur raufkloppen ist ja langweilig. Burn, baby, burn. Das mögen die gar nicht. Feuer mögen die gar nicht, habe ich das Gefühl. Oh, Gandalf muss ich mal wieder heilen, der ist schon wieder fast down. Gib ihm mal da. Verzeihung, war ich noch mal einkaufen. Falle. Machen wir Eisrahmen. Ne, Blitzrahmen haben wir noch gar nicht gezeigt. Schön Thunder in euren Ass. Boah, gegrillt.
Oh, bisschen Jill. Bisschen Jill. Nicht Jill Valentine, sondern Jill Bewährung. Jill, Jill. Weiß gar nicht, sagt man Jill? Sagt man Jill? So, jetzt muss ich auch mal aufhören zu zaubern, sonst habe ich bald keine MP mehr. Ja, Leute, ich glaube, wir haben hier alles. Ich guck mal hier nochmal. Ah, die haben wir, glaube ich, alle geöffnet. Guck mal kurz auf meinen Zauberzettel. Wir müssen als nächstes ins Schloss Cornelia. Da sehen wir uns gleich im Schloss Cornelia. Da muss ich nämlich auch noch was öffnen. Ja, ich schneide mal den Weg dahin raus. Alles schöne Sendezeit, ja. Und bis gleich. So, meine lieben Zuschauer, da sind wir wieder im Schloss Cornelia angekommen. Was ich noch zeigen wollte, habe nämlich mal was Kleines entdeckt, aber dafür muss ich nochmal raus. Ja, man kann hier quasi gucken, seht ihr unten? Wir waren jetzt quasi in der Sumpfgrotte und wir haben alle Schatztruhen geöffnet. Wozu die Items stehen, das habe ich noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall gibt es da unten erstmal nichts mehr zu holen. Aber ich kann auf jeden Fall nur mal sicher gehen, dass ich alle Schatztruhen geöffnet habe. Finde ich ganz praktisch. So, wir sind jetzt im Schloss Cornelia. Hier muss ich wohl auch noch was öffnen. Hier gibt es wohl auch noch einen geheimen Raum. Muss ich natürlich erstmal finden. Haben wir hier eigentlich schon mit allen geredet? Juhu, ihr habt meine Schwester zurückgebracht. Gehen wir spielen. Ja, seitdem wir die Prinzessin befreit haben, haben wir ja mit den Leuten hier gar nicht geredet. Das können wir mal kurz machen. Ich bin Ritter der königlichen Leibgarde. Ich trage viel Verantwortung. Zu viel, würde ich meinen. So, hier komme ich nicht durch. Ja, das hatten wir schon. Wiederholt sich ganz gerne mal alles. Oh, wie kann ich euch nur jemals danken? Der König und ich stehen tief in eurer Schuld. Ja, ich habe es gerne gemacht. Immer jeden Tag für eine gute Tat offen. Seit Generationen wird die Laute in der königlichen Familie weitergereicht. Ihr magischer Klang soll die Türen des Bösen zerstören können. Okay, gut zu wissen. Ja, ich bin ja ein sehr großer Fan von immer mit allen Leuten zu quatschen. Weil, ja, so holt man sich Informationen und ihr wisst ja, Wissen ist Macht. Nix Wissen macht nix. Ja. Das Spiel, die Musik ist so schön. So schön, dass ich heulen könnte. Der Zeitpunkt ist gekommen. Öffnet mit euren Schlüssel die Türen zu den Schatzkammern. Wie viele Gegenstände werden euch von Nutzen sein? Ja, ich bin dabei, Opi. Okay, das hat sich doch gelohnt. Bitte erhalten. Säbel erhalten. Mithrilmesser, da wird der kleine Gandalf. Der kleine Gandalf sich freuen. Kleine Gandalf. Mithrilmesser macht ja auch ein bisschen mehr Damage. Eisenrüstung erhalten. Zelt erhalten. Geil. Und Schwarzpulver erhalten. Da weiß ich auch gleich, wo wir das einsetzen. Oh, wie geil ist das denn, Leute? Wie geil ist das denn? So, erstmal ausrüsten. Aber ich habe da schon Eisenrüstung, ne? Okay. Vielleicht für dich. Ja, Leute, dann sind wir hier auch fertig. Alles geöffnet. Komme ich irgendwie zu ihr? Ich würde gerne mit ihr nochmal reden. Ein Labyrinth hier. Ich glaube, mit ihr habe ich schon geredet, wa? Ihr seid... Nee, ihr seid die Kämpfer des Lichtes, die aus Meister Lucans Prophezeiung. Ja, wir sind die Warriors of Light.
die vier auserwählten Jugendlichen. Ja, Leute, dann gucken wir mal auf die Karte. Wo ist der Zwerg? Wo war die Zwerghülle? Die war hier. Ja, da bräuchte ich Karten. Da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. So oft brauche ich dann auch nicht Karten. Da ich ja auch ganz gut austeile. Ja, dann guck mal einer an. Alter, der Kleine, der macht schon 76 Schaden. Im Nahkampf, ja. Im Nahkampf, das müsst ihr euch mal geben. Ein Zauber, der so viel Nahkampfschaden macht. Mit einem kleinen Dolch. Ja, Mithril, wa? Muss mal gucken, wo ich hier andocken kann. So. Das Heftige ist, ja, ich komme so oft Gegner, aber man muss trotzdem aufpowern, ja. So, und hier gibt es doch bestimmt auch noch ein paar Türen, die ich noch nicht geöffnet habe. Okay, die habe ich schon geöffnet. Oh, die Zwerge, die sind so toll. Ich finde die voll süß. Hallo. Ich will verflucht sein, wenn ich aus dem legendären Metall Adamantil nicht ein ebenso legendäres Schwert schmieden kann. Oh, die sind so süß. Ah, das ist die Schatzkammer. Zelt. Kübelhelm erhalten. Drachentöter. Äther. Oh, Äther ist auch gut. Mithrilpanzer erhalten. Oh, geil. Da gucke ich doch gleich mal. Ausrüstung. Optimieren. Und ein neues Schwert. Wunderbar. Optimieren. Ah, die alte. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz husten. Boah. Die anderen, die gehen irgendwie immer leer aus, habe ich das Gefühl. So ein bisschen. So, oha, Schwarzpulver. Mit seiner Sprengkraft kann ich endlich den Meereskanal bauen. Ihr habt was gut bei mir. Ja, dann mach mal hier, du Flitzpieper. So, die Ladung ist angebracht. Und jetzt heißt es Abschied nehmen von dieser lästigen Granitwand. Was steht ihr da rum? Wollt ihr von der Explosion zerfetzt werden? Alle Mann in Deckung!
Geil, ist das dann bitte? Ja, jetzt kann ich endlich meine Weltreise fortsetzen. Ja, und wir kommen auch weiter. Hey, warum nehmen wir den nicht eigentlich mit auf unser Schiff? So einen kleinen hüpfenden Zwerg auf dem Boot, das wär's doch. Ja, der könnte ja eigentlich mitkommen, weil wir gehen ja quasi auf Weltreise, aber ja, selbst ist der Zwerg. Wer nicht will, der hat schon. So, aber wir konnten ihm helfen. Das ist doch schön, wenn man kleinen netten Zwergen helfen kann. Und ich würde sagen, Leute, das war's auch für heute schon wieder. Wir haben auf jeden Fall neue Möglichkeiten. Wir können jetzt weiterreisen. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Orte, die wir in der nächsten Folge besuchen werden, um Schätze zu plündern. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart, Leute. Vielen Dank für euer Feedback. Bitte mehr davon, ja. Ich würde mich sehr über Liebe freuen, indem ihr liked, indem ihr teilt. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren. Wenn ihr keinen Stream und kein Let's Play von mir verpassen wollt, seid immer auf dem neuesten Stand bei Games & Xern. Und bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank!